soll ja jetzt hier mit unserem Osterei weitergehen. Und zwar müssen wir jetzt etwas abändern mit dem Einhängen, weil ich ja da ein bisschen dran geändert habe. Aber das ist alles kein Problem. Ich zeige euch das jetzt. An dieser Nadel hier kommt ein Paar rein. An der nächsten Nadel darunter nichts und dann kommt da noch mal ein Paar rein. So, dann habe ich diese beiden, die machen jetzt hier erstmal den Brüsseler Schlag. Und dann habe ich da schon ein Paar für mein Sternchen hier. Es geht hier runter. Drehe ich direkt zweimal noch dazu, dann habe ich die drei Dreher schon. Dieses Paar hier links wird einmal mit hier reingenommen. Ich habe hier schon meinen Läufer. Da habe ich einmal gedreht, zweimal gedreht. Dann mache ich ganz einfach den Leinenschlag, drehe meinen Läufer zweimal und setze die Nadel. Mache mit einem Leinenschlag zu, drehe das rechte Paar zweimal beziehungsweise dreimal, weil wir ja direkt hier das zweite Beinchen schon haben. Das ist das Paar, was jetzt hier das Beinchen macht. Mit dem Läufer gehe ich jetzt erstmal nach links, dann mache ich die zwei Leinenschläge, Schlagwechseldrehung und der Rand mit Ganzschlag. Nadel. Und mit Ganzschlag schließen, zwei Leinenschläge nach rechts. So, das ist hier unser zweites Bein. Ich brauche noch ein drittes Bein. Dann, das heißt, da muss ich noch ein Paar einhängen. Bei einem Paar mache ich einfach hier außerhalb mal die Nadel, die Hilfsnadel, und hänge mir ein Paar da drauf. Mach da einen Leinenschlag, aber das kennt ihr ja schon, hier zweimal drehen und da die Nadel mit Leinenschlag schließen. Die bunte Nadel kann ich ziehen, die Hilfsnadel, ziehe mir die Paare zurecht und drehe eins, zwei, dreimal. Das ist jetzt hier das dritte Bein von links. Mit meinem Läufer gehe ich erst nochmal nach links, in den Rand hier, Schlagwechseldrehung nicht vergessen und Nadel und mit Ganzschlag schließen, nochmal wieder nach rechts, zwei Leinenschläge und dann schaue ich mal, wie das mit unserem Stern hier aussieht. Dieses Paar ist hier drin. Da habe ich jetzt drei Beine für dieses Sternchen. Und da kommt dann später wieder die Verbindung, wenn ich das Sternchen fertig habe. So, das heißt, die lege ich an die Seite und mache denn da erstmal mein Sternchen. Die Paare sind dreimal gedreht. Rechts auch, denke ich mal. Ich schaue noch mal. So. Mittleres Paar, rechter Klöppel nach rechts über 1. So, hier rüber. Nächstes Paar, von das nach links gehen, das nächste linke Paar, rechter Klöppel über 2. Rechter Klöppel über 3. Rechter Klöppel über 4. Und rechter Klöppel über 5. 2, 4. 6 Klöppel habe ich an jeder Seite. Ich stecke mir da die bunte Nadel in die Mitte. So. Ziehe alles schön an und jetzt die Rückseite, die Rückreihe.
Ich habe eine rechte Abteilung und eine linke Abteilung. Linke Abteilung, der letzte rechte geht über 5. Rechte Abteilung, der letzte letzte Klöppel geht über 5 und unter die 5 von der linken Abteilung. So, und dann kann ich diese beiden hier wieder zweimal drehen. Ich mache jetzt mal was kleiner, damit ihr da besser die Übersicht habt. Linke Abteilung. Habe ich insgesamt 5 Klöppel. Äußerste über alle. Darüber. Rechte Abteilung, äußerste über alle. Über 4 also. Und unter die 4 von der linken Abteilung. Diese beiden zweimal oder dreimal drehen. Die müssen dreimal gedreht sein, habe ich das jetzt hier. Dreimal drehen. So, jetzt habe ich an jeder Seite 4 Klöppel. Da geht wieder der letzte von der linken Abteilung rüber. Der rechte von der rechten Abteilung über die 3 und unter die 3 von der linken Abteilung. Und wieder dreimal drehen. Und nochmal. Diese und der darüber und da drunter. Und zweimal, dreimal drehen. Jetzt habe ich noch jeweils 2. Drehen, kreuzen und dreimal drehen. Soweit ist das Sternchen fertig. Jetzt muss ich die Beinchen festmachen. Und zwar mit dem hier im Ganzschlag. Der kommt senkrecht darunter, der ist zweimal gedreht und da mit einem Brüsseler Schlag festmachen. Nächste auch, Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag. Und noch einmal. Dann haben wir rechts die Beinchen fertig. Noch eben schließen. Dann kann ich die bunte Nadel ziehen und dann kann ich alle Paare nochmal schön anziehen. Und dann kommen die 3 Beinchen von der linken Seite dran. Die mache ich dann genauso fest. Mit diesem ersten hier müssen wir aber in den Rand. Da habe ich hier meinen Läufer. Ich mache hier mal einfach den Leinenschlag, drehe mir den Läufer zweimal, stecke mir die Nadel dahin, so, und mache mit einem Leinenschlag zu, rechts, so, hier an der linken Seite vom Sternchen werden die Beine hier, gehen die wieder raus und landen im Rand, wo die dann auch teilweise auch schon rausgenommen werden können, beziehungsweise reingehen und auch gleich wieder rausgehen. Das wird man aber gleich beim Arbeiten sehen. Hier ist ein Bein reingekommen an dieser Nadel, das ist dieses Paar hier. Das lasse ich auch so im Leinenschlag liegen, nehme ich einmal mit. Hier ist mein Läufer jetzt hier, den Rand habe ich da schon gemacht, jetzt gehe ich nochmal einen Leinenschlag und nimm dieses eine zusätzliche Paar auch noch mit rein. Dreh die Nadel zweimal, mach zu mit Leinenschlag und dann bleibt dieses Paar auch liegen. Das drehe ich gleich zweimal und macht mit diesem Bein hier die Verbindung. Da mache ich jetzt dieses Beinchen da fest. So. Da auch wieder mit einem Ganzschlag schließen die Nadel. Also wir machen da ja immer Brüsseler Schläge. Jetzt habe ich hier wieder ein Bein, einen Brüsseler Schlag. Heißt also Nadel, Ganzschlag, Nadel, Ganzschlag. Und schließen wieder. So. Dann geht dieses Paar
geht jetzt in den Rand mit rein. Das heißt, dann hätte ich ein zusätzliches Paar drin, was aber nicht mehr gebraucht wird. Das kann jetzt also raus. Ich habe jetzt hier erstmal meinen Läufer noch. Der habe ich ja da noch. Mit dem gehe ich jetzt erst noch mal nach links. Schlagwechseldrehung und hier den Ganzschlag. Ich möchte euch gleich nur eben noch mal zeigen, wie ich das mit dem Rausnehmen mache. Dann können wir uns nämlich die Knötchen da sparen. Die sehen dann am Rand nicht so schön aus. Diese Technik funktioniert aber nur, wenn ihr das einfarbig macht, wenn die Paare, die rausgehen, die Farbe haben des Leinenschlagbands da innen drin. Denn sonst würde es nicht funktionieren. Dann würden sich die Farben da tauschen. So, jetzt nehme ich das hier erstmal wieder mit rein. Das habe ich jetzt hier auch zweimal gedreht, weil das reingeht. Mach hier zweimal drehen. So, mit Leinenschlag schließen und nehme von diesen beiden, diese beiden äußeren Leinenschlagpaare, nicht der Ganzschlag, die beiden äußeren Leinenschlagpaare, mache ich einmal kreuzen und lege das rechte Paar oder auch das linke Paar, das könnt ihr euch angewöhnen, wie ihr möchtet, nach oben weg, einfach rauslegen. Und mach mit dem Läufer, mit dem hier, den Leinenschlag. Schlagwechseldrehung und wieder den Rand. Ah, es kribbelt in der Nase. So, und schließen. Ich gehe wieder nach rechts. Ganz normal, habe da meine zwei Leinenschlagpaare. Muss dieses Paar jetzt hier mit reinnehmen, das geht in den Rand rein, bleibt aber auch direkt wieder liegen, weil es da wieder rausgeht. Das ist also sehr schön an der Zeichnung zu sehen. Zweimal gedreht soll es sein. Ich mache hier keine Drehung mit dem Läufer, sondern einen ganz normalen Leinenschlag damit. Dann den Läufer zweimal drehen. Schließen die Nadel im Leinenschlag. Mache ich noch einen Leinenschlag nach rechts. Noch einen. Und hier den Rand. Na, Schlagwechseldrehung nicht vergessen. Und schließen. Zwei Leinenschläge nach rechts. Es müssen immer zwei Leinenschlagpaare im Rand sein. So, und da sehe ich, da ist irgendwas falsch. Die gehen raus. Die werden dann später rausgenommen. Aber da habe ich irgendwas falsch. Ihr seht, da hat sich ein Fädchen. Ich stecke die Nadel mal so, da könnt ihr es besser sehen. Irgendwas vertauscht, glaube ich. Da ist ein Fädchen, was da so quer läuft. Also da ist was jetzt nicht richtig. Da muss ich nochmal eben zurück. Da habe ich einen Fehler. Da nochmal eben zurück. So. Ja, da ist sowas vertauscht, seht ihr? Da habe ich schon irgendwas. Da habe ich schon Mist gemacht. So, hier die noch lösen. Ja, das kommt in den besten Familien vor. Da ist was faul. So, ne? Da war der Ganzschlag, da haben wir den Leinenschlag.
ein paar. Nee, jetzt sind die zwei, die rausgehen. Dieses, dieses. So, da habe ich jetzt den Ganzschlag. So. Die legen schön nebeneinander einen Leinenschlag. Mit dem nächsten einen Leinenschlag. Dieses Paar geht im Leinenschlag mit rein. Dann den Läufer zweimal drehen. Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder richtig. Und mit Leinenschlag schließen. Ich gehe erst wieder nach links. Dann sehe ich auch dann besser, wo ich meinen Läufer habe. Links Schlagwechseldrehung, den Ganzschlag im Rand. Und schließen die Nadel. Wieder nach rechts. Zwei Leinenschläge. Und das dritte Paar hier, das geht wieder raus. Das drehe ich zweimal. Das geht hier raus. Macht mit dem hier den Brüsseler Schlag. So, da ist dann der Brüsseler Schlag wieder. Da geht jetzt an der Nadel, da geht nichts rein und nichts raus. Und erst da wieder geht ein Paar rein und bleibt aber auch direkt wieder liegen. So, mit dem Rausnehmen im Rand werde ich euch demnächst nochmal zeigen, auch auf der anderen Seite, wie es da funktioniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! So, hier bin ich jetzt also wieder an der rechten Seite. Und zwar habe ich da ein Paar eingehangen. Und an der übernächsten Nadel habe ich ein Paar eingehangen. Hier das Paar, das rechte, drehe ich zweimal. Hier drehe ich dreimal, zwei, drei, weil der Weg bis da unten, ich muss ja bis dahin dieses Mal, ich habe ja gesagt, ich ändere das ein bisschen ab, ich mache ja die Verbindungsstege da nicht. Und da muss ich jetzt hin und mache einmal den Brüsseler Schlag. So, und auch mit Ganzschlag schließen, dann haben wir den Brüsseler Schlag. Zwei, dreimal drehen die Beine hier. An dieser Seite ist schon, das geht darüber. Jetzt muss ich erst wieder den Rand machen. Und zwar muss ich da noch ein Paar einhängen. Wo bin ich jetzt mit meinem Läufer? Das ist das Randpaar. Hier ist mein Läufer links. Ich habe zwei Leinenschläge nach rechts. Schlagwechseldrehung und im Rand den Ganzschlag. So. Zwei Leinenschläge nach links. Und jetzt hänge ich da wieder noch ein Paar ein. Und nochmal, ich brauche also hier jetzt noch zwei Paare. Hier gehen die Paare schon wieder raus. Da wird es schon wieder weniger. Also erst nochmal zwei Paare wickeln. So, jetzt hänge ich hier ein Paar ein und da kommt noch ein Paar rein. Ich hänge wieder außerhalb auf. Oh, Entschuldigung. Ich hänge außerhalb auf und keinen neuen Nadelpunkt machen, sondern in einem vorhandenen. Sonst habt ihr nachher Nadellöcher und ihr wisst nicht, was damit ist. So, jetzt hier einen Leinenschlag. Den Läufer drehe ich zweimal. Steck mir die Nadel da, wo sie hin soll. Und zwar da. Und mach mit einem Leinenschlag zu. Kann noch einen Leinenschlag nach rechts machen. Und noch einen. Schlagwechseldrehung und den Rand wieder. Mit Ganzschlag schließen die Nadel.
und zwei Leinenschläge nach links. Hier habe ich das neu eingehangene Paar, die dicke Nadel, ja, die ziehe ich, die bunte, und kann mein Paar hier dran ziehen. Ihr seht, hier ist das neu eingehangene Paar. Drehe ich zweimal, weil das aus dem Rand kommt. Den Läufer drehe ich, vorher. Da muss ich nochmal ein Paar einhängen. Wieder da die Nadel hin, ein neues Paar da drauf, mit dem Läufer hier, den habe ich rechts, den Leinenschlag machen, zweimal drehen, Nadel stecken, wo sie hin soll, und zwar da, so, und kann mit Leinenschlag wieder nach rechts. Schlagwechseldrehung mit dem Läufer, hier den Rand. Schließen, ich muss mal ein bisschen länger machen hier. Schließen und zwei Leinenschläge nach links. Das dritte Paar ist das neu eingehangene Paar. Da ziehe ich die Nadel, die dicke da, die ich aufgehangen habe, und kann dieses Paar hier hin und her ziehen. Ihr könnt es sehen. Das ist das neue. Da drehe ich zweimal und das geht dann hier rein. Hier mache ich einmal den Brüsseler Schlag. Moment. Ich muss jetzt mal eben schauen. Jetzt kann es auch sein, dass ich da, der muss ja hier hin. So. Das hätte gar nicht da rein gebraucht. Das Paar, das wäre gar nicht nötig. Das heißt, das kann ich rausnehmen wieder. Und dann wickel ich mir ein, das brauche ich gar nicht. Da wickel ich mir einfach mal den einen Klöppel ab und kann dann so da rausziehen. Nee, das ist gar nicht nötig. Es wird ein paar eingehangen und das geht auch gleich wieder raus. Jetzt habe ich hier, wieso hängt das hier fest? Na, ja, da ist ein Mini-Knötchen hier unten am Ende. Warum auch immer. So, dann kann ich den Faden ganz da rausziehen. So, da ist ja sonst weiter nichts mit passiert. Das heißt, ich muss mit dem... muss ja eh zurück. Ich hätte auch direkt zurückklöppeln können. Ach, bin ich blöd heute. Ich muss ja eh zurück. Ich muss ja da die Verbindung wieder herstellen mit dem einen Paar da. Ja, hätte ich auch direkt lassen können. Wenn ich dann alle Paare drin habe, dann kann ich euch auch sagen, wie viele Paare ihr im Endeffekt da wirklich braucht. So, hier habe ich jetzt erstmal. Und da kommt dieses Paar. Dann drehe ich zweimal, weil das jetzt in den Rand geht erst. Mache ich da den Leinenschlag mit, drehe den Läufer zweimal, stecke da die Nadel und das Paar bleibt hier direkt wieder liegen. Da gucke ich wieder, es wird wieder so ein Bein hier. Dreimal drehen und ich kann hier den Rand wieder weitermachen. Hier habe ich rechts wieder zwei Leinenschläge und den Ganzschlagrand. So. Da kann ich da weiter. Und dann kann ich hier wieder, dann habe ich 6 Paare, also 3 Paare hier an der rechten Seite, 3 Paare an der linken Seite und kann da wieder das Sternchen arbeiten, wie ich das schon gemacht habe.